Yo, 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 willkommen zum dritten Teil unserer Serie, wie werdet ihr in Apex Legends besser? Heute mal aber ein bisschen anders, und zwar habe ich gesehen, eigentlich gibt es schon sehr, sehr viele Anfängertipps auf YouTube, wie ihr euch verbessern könnt, so diese ganzen Standardtricks. Deswegen dachte ich mir, komm, wir changen das Format und machen 5 Tipps, wie ihr euch in Apex Rank verbessern könnt. Und zwar wissen ja auch viele, ich spiele in der höheren Elo, ich habe ein bisschen mehr Knowledge wie andere Leute und dachte mir, komm, wir geben das Knowledge einfach an euch weiter. Deswegen heute unsere 5 Tipps, wie ihr euch verbessern könnt in Apex Legends Ranked. Ihr wisst Bescheid, falls euch das Video gefällt, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt auch nochmal ein liebes Kommentar mit vielleicht Tipps oder Feedback, was ihr im nächsten Video angesprochen haben wollt. Damit würde ich sagen, wir starten ins Video. Ich hoffe, es gefällt euch und ab dafür. So, kommen wir auch schon direkt zum ersten Tipp der heutigen Folge. Der erste Tipp, Granaten. Wie im letzten Video schon angesprochen beim Inventar, Granaten sind essentiell wichtig. Scheißegal, ob es Low, High Elo, ob es Public oder irgendein Just for Fun LTM-Modus ist, Granaten gehen immer huge. Merkt euch das einfach, nehmt euch Granaten mit. Natürlich muss man auch ein bisschen unterscheiden, wir haben 3 verschiedene Granaten, einmal die Thermite, den Arcstar und die normale Fragnate. Jede Granate ist auf seine Art und Weise speziell und auch sehr, sehr wichtig. Du kannst aber nicht alle Granaten einfach so usen. Ich blende euch hier mal Clips ein, dort seht ihr auch ein paar Clips von mir, wie ich mit Granaten huge gegangen bin. Und wie ihr in den Clips auch schon seht, Granaten sind essentiell wichtig. Ich wette, jeder von euch hatte schon mal eine Situation, wo er eine Granate geschmissen hat und sich dachte, boah, so viel Damage mit einer Granate. Genau das ist der Punkt. Wenn ihr gegen eine Control Legend spielt, zum Beispiel Caustic, Watson, Catalyst, Rampart, diese ganzen Legends, diese Legends verbunkern sich eigentlich immer in einem Haus, und vor allem in einem Haus bekommt ihr mit Nades einfach den Entry Damage, damit ihr da reinpushen könnt und diese Squads breaken könnt. Natürlich sind diese Nades aber nicht nur für Close Gunfights wichtig, auch zum Wegecutten mit einer Thermite, ein Arcstar, damit könnt ihr Leute stacken oder auch natürlich Raum schaffen für eure Mates. Und ja, ihr merkt schon, Granaten sind sehr, sehr wichtig. Nehmt euch als ersten Tipp mit, immer Granaten mitnehmen. Es können 5 Granaten sein, es kann auch nur eine sein. Granaten sind essentiell wichtig. Weiter zum zweiten Tipp. Kommen wir auch direkt schon zum zweiten Tipp der heutigen Folge, und zwar ist es Maus und Keyboard und Controller. Für alle, die es nicht wissen, in der Competitive-Szene wird darüber sehr, sehr viel diskutiert in Apex Legends. Natürlich ist es auch, habt ihr es vielleicht am Rande mitbekommen, aber man muss differenzieren zwischen den beiden Inputs, da beide Inputs sehr, sehr krasse Vorteile haben. Wenn wir jetzt auf den Controller gehen, wissen wir, ein Controller hat Aim Assist. Für alle, die es nicht wissen, auf der Konsole spielt ihr mit einem 0,6 Aim Assist, bedeutet 60% Aim Assist. Und auf dem PC spielt ihr auf einem 0,4er. Das sind 20% Unterschied auf dem PC. Das merkst du wirklich krass. Also falls ihr von der Konsole auf dem PC gechanged seid, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Man merkt einfach, dass es ein anderes Spiel ist. Und natürlich auf dem M&K gibt es einfach Unterschiede. Natürlich M&K eher für Long Range. Natürlich, ihr habt eine Mausempfindlichkeit, ihr habt eine Maus, mit der ihr einfach viel, viel präziser seid auf Long Range, also auf lange Distanzen, und einem Controller, mit dem ihr einfach den Aim Assist abused, also ausnutzt, und die Sticks einfach die Arbeit machen lässt. Also auf Close Range ist ein Controller wirklich sehr, sehr stark. Bedeutet nicht, ey, auf dem Close Range ein Controller muss jetzt nicht den Controller in die Hand nehmen und schießen oder so. Natürlich, ihr müsst alles selber machen, aber man merkt schon so diese kleinen Stützräder auf dem Controller. Kein Hate, ich bin selber Controller-Spieler, aber ich weiß, von was ich rede, und man merkt einfach die Hilfe, ja. Deswegen Tipp von mir, macht euren Input aus, also ob ihr jetzt Maus und Keyboard oder ob ihr Controller seid, und versucht dann so besser zu performen. Also es macht keinen Sinn, wenn ihr Controller-Spieler seid, mit einem 6 oder 6er 8 Scope auf einer Longbow auf Long Range Snipe. Das macht einfach keinen Sinn. Versucht wirklich Close Range zu fighten und euren Input auszunutzen. Vor allem in höheren Elos ist es essentiell wichtig, dass ihr zum Beispiel die Rolle als Fragger übernimmt. Fragger in der Competitive-Sprache oder generell in allen E-Sport-Games sind einfach die Leute, die den Schaden ziehen und auch sehr, sehr viel Schaden austeilen. Das ist meistens immer der Part des Controllers, und M&K-Spieler sind die, die meistens ankern, also eher hinten stehen, die Position safen, um mit ihren Long-Range-Waffen, wie ich es gerade schon gesagt habe, einfach mehr Deckung für ihre Mates holen. Also merkt euch, Controller Close-Range und M&K eigentlich immer Long-Range. Natürlich, es ist individuell, wie die Gunfights aussehen, wie das Spiel abläuft, aber macht euch einfach einen Vorteil, wenn ihr Controller-Spieler habt, gebt denen die SMG oder gebt denen die R99, die K und. Lasst die Leute fragen und gebt den M&K-Spielern meistens immer die Long-Range-Waffen oder natürlich Waffen, mit denen sie einfach auf größere Distanzen viel, viel krasser lasern. Tipp Nummer 3, auf jeden Fall die richtigen Legenden wählen. Wie im letzten Video schon angesprochen, ich habe es schon mal gesagt, wir haben sehr, sehr viele Legenden in Apex, und natürlich
alles Legenden mit individuellen Fähigkeiten, die man nutzen kann. Aber auch in Ranked, vor allem in der High Elo, ist es wichtig, die richtigen Legenden zu wählen. Wir haben verschiedene Team-Comps, die miteinander gut funktionieren, und wir haben auch Team-Comps, die gar nicht miteinander funktionieren. Ich werde euch jetzt hier mal nacheinander ein paar Team-Comps einblenden, die funktionieren und die auch sehr, sehr viele Leute in Ranked spielen. Ihr könnt alles individuell machen. Ihr könnt natürlich eure Legenden weiterspielen. Es ist nur ein kleiner Tipp von mir und eine kleine Hilfestellung, dass ihr einfach besser performt. So, wir kommen zur ersten Comp, und das einmal Horizon, Bangalore und Bloodhound. Wie ihr schon merkt, Bangalore und Bloodhound sind sehr, sehr gut miteinander. Ihr habt die Smoke, ein Bloodhound-Scan kommt durch und die Horizon für den Highground. Es gibt aber auch eine neue Comp mit Conduit. Da könnt ihr zum Beispiel Conduit, Pathfinder und Revenant zocken. Hier kann ich auch kurz erklären, Pathfinder, Revenant, sehr, sehr aggressive Legenden. Conduit eher der Support-Spieler, der immer den Heal gibt. Also er supportet zum Beispiel Pathfinder und Revenant, die pushen sehr krass rein, und Conduit gibt einfach den Heal, supportet die ein bisschen von außen und stärkt einfach so den Rücken sozusagen. Dann haben wir die nächste Comp mit Catalyst, Bang, Horizon. Wird sehr, sehr oft in Competitive geused. Wir haben eine Catalyst einfach, um ein Haus zu sichern, um einfach die Safe Position zu holen. Wir haben eine Horizon für den Highground und natürlich eine Bangalore für die Rotation. Natürlich haben wir da auch noch die Catalyst Wall, aber eine Bangalore mit der Smoke für die Rotation, eine Catalyst Wall für die Rotation und die Horizon für den Highground. Natürlich gibt es dann auch noch für Ranked eine andere Kombi, wie zum Beispiel die Support Legends. Support Legends ist ein sehr, sehr großer Punkt, würde ich sogar schon fast sagen, weil ihr durch eine Support Legends einfach eine Second Chance bekommt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel komplett sterbt, einer von eurem Squad hat überlebt, meistens ist es ja so, dass die Loba wegrennt, dann kann die Loba instant wieder craften oder am nächstgelegenen Punkt kann sie euch wieder craften, eure Banner, und euch dann wieder resen, und ihr habt sozusagen eine zweite Chance. Könnt ihr auch spielen, Loba, Revenant, Horizon, Loba, weiß ich nicht, ihr könnt auch Conduit als Support spielen, ihr könnt auch Lifeline, Newcastle, es gibt ja sehr, sehr viele Support-Legends, achtet einfach nur auf die Legendenwahl. Ich habe euch jetzt diese vier Comps gezeigt, die könnt ihr natürlich übernehmen, es gibt aber auch noch sehr, sehr viele andere Comps, die funktionieren, versucht euch einfach abzustimmen und geht wirklich meistens immer auf diese Support-Legends, damit habt ihr einfach eine Second Chance und ihr kommt so viel, viel geiler ins Game. Also ich habe schon sehr, sehr viele Runden gehabt, wo mich Mates gerest haben, dadurch, dass ich bin ja Conduit Main. Für alle, die Conduit Gameplay sehen wollen, schaut gerne bei meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich bin jeden Tag live auf Twitch. Durch meine Conduit haben wir schon sehr, sehr viele Wins geholt und haben auch die Second Chance bekommen. Also nehmt euch als Tipp, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Kombis und spielt die alle. Versucht euch aus und ihr performt besser. So, kommen wir auch schon zum vierten Tipp, und zwar ist es der richtige Landing Spot. Auch schon angesprochen im alten Video, hier aber nochmal essentiell wichtig für Ranked. Natürlich, wir haben verschiedene Kombis, wie ich euch vorher schon gezeigt habe. Es gibt verschiedene Team-Comps, die ihr spielen könnt, und mit diesen Team-Comps habt ihr Vorteile, da Legenden individuelle Fähigkeiten haben. Wenn wir uns überlegen, eine Control Legends kann den Ring scannen, währenddessen ein Bloodhound Scan Legends einfach den Beacon scannen können und somit Gegner-Positions revealen. Dann haben wir auch noch die Crafter, die auch essentiell wichtig sind für POIs. Generell das ganze Konstrukt, ne? Wählt eure Team-Comp richtig aus und auch den Landing-Spot. Dadurch habt ihr einfach eine viel, viel geilere Rotation. Wenn ihr jetzt einfach den Ring schon scannt, ihr in Zone-Sword seid, könnt ihr direkt auf die nächste Zone gehen. Wenn ihr jetzt aber einen Bloodhound dabei habt und eher Edge seid und mehr auf Fights gehen wollt, dann scannt den Beacon, guckt, wo die Gegner stehen und ermittelt so die beste Third-Party oder wo ihr auch einen Isolated Fight habt, wo jetzt ihr nicht einfach, wo ihr seht, ey, da stehen jetzt zwei Squads und wir würden jetzt kommen, aber von oben kommt auch noch ein Squad. Das macht keinen Sinn. Somit könnt ihr einfach die Positions besser ermitteln und auch besser auf Rotations gehen. Und natürlich den Crafter. Ihr könnt eure Schilde hochcraften. Es ist eh immer sehr, sehr gut, wenn ihr mit Blue Shields aus der POI rausgeht. Und natürlich auch mit Full Stack Batteries, Full Stack Medkits. Also guckt wirklich auf einen guten Landing Spot. Versucht einen Contest zu vermeiden. Damit macht ihr eigentlich nur Minus. Geht gar nicht erst auf einen 3v3 Contest, sondern versucht euch immer eine Safe Position mit einem Crafter, Beacon oder mit einem Scan. Also ihr braucht nicht alles auf einmal, aber es sollte schon eine Sache davon vorhanden sein, damit ihr eine gute Rotation habt und ein gutes Rank Game. Weiter zum nächsten Tipp. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Tipp des heutigen Videos, und der ist auch sehr, sehr wichtig, und das ist das KP-System oder generell das komplette Rank-System. Dadurch, dass es viele nicht verstehen, werde ich das hier nochmal aufgreifen und nochmal für euch erklären, wie ihr am besten mit diesem Rank-System performt. Also nächster Tipp, das Rank-System.
ihr wisst Bescheid, Ranks the Sim läuft ja immer so ab, wir haben die normalen minus 75 ab der Dia-Elo oder ich glaube unten drunter sind es minus 50, die ihr dann bekommt unter Dia. Diesen Minus müsst ihr immer zuerst ausgleichen, sonst kommt ihr einfach nicht auf eure Pluswerte. Logisch, ich weiß gar nicht, warum ich es erwähne, aber ihr müsst es immer ausgleichen. Achtet darauf, dass ihr nicht zu früh fightet. Wenn ihr fightet und ihr direkt sterbt, ihr bekommt minus 50 oder minus 75 gedrückt, was gar keinen Sinn macht, unnötig Minus. Ihr müsst es mit der nächsten Runde wieder ausgleichen. Das bedeutet eine Top 3, eine Top 5 Situation mit KP, damit ihr diese Punkte wieder drin habt. Also vermeidet schon mal 3v3 Contest Fights oder bevor ihr überhaupt Top 10 seid, würde ich gar nicht erst fighten, außer ihr bekommt eine Free Third Party, ja. Achtet darauf, wie gesagt, ich gehe immer nach meinem Bauchgefühl und guck auch, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wir sind jetzt auf der anderen Seite der Map gelandet, da sind keine Gegner, dann würde ich mich erstmal hochcraften, full looten, warten, bis ich eine bessere Position habe und dann erst auf den Fight gehen. Natürlich, auch ein Richtwert sind die Teams, die noch alive sind. Wenn wir zum Beispiel 15 Squads oben rechts sehen, wir sind schon in der nächsten Zone, macht gar keinen Sinn zu fighten, weil 15 Squads werden alle noch in die Zone reinrotieren und die Chance, dass ihr gethirdpartied werdet, ist 1 zu 1. Also ihr werdet zu 100% gethirdpartied. Ich hoffe, ich habe es gerade richtig gesagt. Genau, ich bin broke. Aber ihr werdet einfach zu 100% gethirdpartied, ja? Achtet immer darauf, sobald ihr Top 10 seid, habt ihr minus 0, plus 0 und ihr könnt fighten. Falls ihr sterbt, ihr verliert keine Punkte, ihr macht aber auch kein Plus. Also ihr habt nichts zu verlieren. Achtet wirklich darauf, wenn ihr climben wollt, wenn ihr in hohen Ranked haben wollt, nicht unnötig zu fighten. Ihr müsst überlegen, spielt ein bisschen mit eurem Brain, versucht einfach zu überlegen, welche Gunfights ihr taggt und wann ihr auch fightet. Also wie gesagt, achtet immer rechts oben auf die Squads. Das ist essentiell wichtig, nicht zu fighten, wenn noch 13 Squads, 14, 15. Es macht einfach keinen Sinn. Die Chance, dass ihr gefördert werdet, ist viel zu hoch und geht lieber auf die neue Position. Wie ich schon vorher gesagt habe, nehmt den Scan mit, guckt, wo die Leute alle stehen, damit ihr vielleicht einen Isolated Fight bekommt, damit ihr eure KP holt und natürlich auch so besser performt. Ne? Also merkt euch, erst ab Top 10 wirklich in den Fight reingehen und da versuchen, KP zu holen. Natürlich, wenn ihr jetzt alle krass seid, ey, geht da rein, pusht, aber spielt trotzdem noch mit Brain und versucht nicht vor Top 10 zu sterben. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos angekommen. Falls euch die 5 Tipps weitergeholfen haben, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Schreibt mir auch gerne nochmal in die Kommentare, welcher Tipp für euch am besten war, ob es euch auch wirklich geholfen hat. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr, wenn es wieder heißt, meine 5 Tipps, wie ihr euch in Apex Legends verbessern könnt. Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Servus!